Cyrils Brettspiele durchgespielt. Herzlich willkommen zu Livestock Uprising. Mein Name ist Nils und es ist vermutlich die letzte Runde. Wir haben gerade eben die Ressourcen hier für die Schweine zusammengesammelt und gleich sehen wir hier die Superarmee der Kühe im Einsatz. Ja, und ich denke mal, die Schweine müssen jetzt Folgendes machen. Die müssen sich vorbereiten, so gut sie können. Die da oben sind mehr oder weniger verloren. Vielleicht kauft der hier noch so ein bisschen Billigkram, um seine Armee einfach ein bisschen am Leben zu lassen. Dafür habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht die Ressourcen. Also gebe ich doch hier eventuell Pferde aus oder aber gar nichts, weil ich habe ja noch Zeit. Ich kann das alles hier liegen lassen und brauche mich eigentlich nicht drum kümmern. Und das mache ich. Und bevor ich mich dann gleich dazu stürze, denn ich kann diese billigen Sachen nicht kaufen. Dazu muss ich gleich auf diese komischen Pappteile und das mache ich. Das weiß natürlich auch die Superkuh. Wenn ich also den zerstöre, kommt der kaum um mich rum. Aber der darf sich natürlich zurückziehen. Nichtsdestotrotz greife ich den an. Ich dürfte mich bis zu 3 Felder bewegen, also sogar dahin. Und ab nächster Runde habe ich dann die Range, überall hinzukommen. Aber egal. Die Superkuh hat Folgendes. Wenn die angreift, die Superarmee, nimmt die 2 Würfel, addiert dazu ihre Stärke, die ja 14 ist, also überdimensional. Der hat eigentlich gar keine Chance. Zu wissen ist noch, eine 12 ist ein automatischer Verlust, eine 2 ein automatischer, eine 2 ein automatischer Verlust. Der hat jetzt aber 17 im Angriff zu 2 plus, sicherlich nicht viel hier, ne, 3, also 5. Und was wichtig ist, es werden gleich 2 gekillt, also Lama und Hamborn sterben. Lama geht hierhin, Hamborn fliegt raus. So, er darf sich aber in Anführungsstrichen zurückziehen. Einsammeln bekommt er nichts. Das ist okay so. Ich könnte hier oben auf der Möhre bleiben, denn ich habe immer noch meinen Super Collector. Der hat nichts mehr zu collecten, also der geht schon mal nach Hause. Ich muss aber mit dem auch irgendwann nach Hause. Also, Folgendes. 1, 2, der bleibt weiterhin hier auf dem Apfel stehen und der geht hier schon mal... Ja, eigentlich ist das nicht näher daran. Das heißt, komm, der verzichtet auf die Möhren und geht dahin. Ich werde jetzt hier gehen. Und zwar ein Heu, ein Apfel, ein Nichts. Apfel und Heu. Und das sind die, die nicht verdoppelt werden, nur dass man es weiß. Also, noch ein Apfel, noch ein Heu, alles tutti paletti. Er, wenn er gleich angegriffen wird, er hat 2, die er verlieren kann. Alles gut. Die können ordentlich einkaufen. Der behält das alles zurecht schön, um das zu machen. Ja, er geht weiter hier, nimmt sich den vor. Klar. Und der Angriff geht wieder. 14 Angriffsstärke, da brauche ich gar nicht gucken, was hier der Verteidigung ist. Also zack, ich lasse mir 2 Schafe abschlachten und gut ist. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich dahin gehe und alle eventuell da reinziehe. Dafür will ich mal eben meine Ressourcen vorher sortieren und angucken. Aber da gibt es kaum was zu sortieren. Hier, da habe ich mich schon mal schlau gemacht, was ich alles gleich kaufen kann. Das ist ja super. Ein bisschen Ressourcen gebe ich ab. Also alle zusammen in den Stall rein und schnell in die Superarmee transformieren. Zack, auch er dreht sich hier um. Wieder ein Stern gibt Attacke, was auch immer. 3 Sterne gibt Verteidigung. Dazu nehmen wir diese hier schon mal raus. Zack, die braucht keiner mehr. Und mal eben gucken, was jetzt passiert. Ich zähle mal eben, was ich vorweg habe. Also als Verteidigung 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 als Verteidigung vorweg. Und als Angriff 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt kann ich aber noch kaufen. Einen Ochsen. Der gibt plus 3, plus 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was kann ich noch kaufen? Ein Pferd, 2 Pferde. Die geben jeweils plus 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 Pferde. Zack. Und hiermit kann ich mir noch kaufen ein Lama, ist das, glaube ich. Mal auf die andere Seite gucken. 18, 19. Ja, das war ein Lama. Das hat 2 Angriff. 1, 2 und eine Verteidigung. So, der Rest fliegt raus
Und das müsste jetzt meine Armee sein. Ich hoffe, das sind nicht mehr als 15, aber das sieht nicht so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, und damit geht es jetzt bis aufs Blut zur Sache. Ich werde jetzt noch mal ganz schnell meine Super-Action-Karten lesen. Das habe ich nämlich eben zwischendurch nicht gemacht und dann bin ich gleich wieder da. Rot wird jetzt einfach hier reingehen. Jetzt darf ich ja auch in den Stall rein und angreifen. Mit meinen 14 zu 14 bin ich nicht sonderlich gut, das weiß ich. Aber ich habe ja eh keine andere Chance. Ich muss ja irgendwann angreifen, also warum nicht jetzt? 14, 14 markiert dadurch. Ich spiele jetzt allerdings meinen Battleplan und das heißt, ich darf jederzeit einen Schaden zufügen von meiner Wahl. Ja, und da werde ich doch jetzt direkt einfach mal hier einen Ochsen auswählen, der sofort abgeknallt wird, quasi. Und damit müsste das 18 zu 16 sein. Das will ich aber noch mal eben prüfen, bevor wir würfeln. Richtig. Verteidigung 16, Angriff 18. Verteidigung 16, und das ist das Entscheidende, 16 Verteidigung, der andere hat 14. Also gucken wir mal, ob die Kühe gewinnen. Und da ist es passiert. So, 14 plus jede Menge, minus jede Menge, automatisch. So, zwei Verluste, die er jetzt einstreichen muss. Pferde sind natürlich stark, Lama ist nicht so stark und hier mein Idiot ist schon gar nicht stark. Das heißt, ich verliere drei Angriff und zwei Verteidigung. 1, 2 und 1, 2, 3 Angriff. Ja, ich ziehe mich hier raus zurück, aber das ist egal. Ich gehe ja wieder rein. Und jetzt habe ich einen Angriff von, das ist übrigens ganz nett gemacht, 15 und der andere hat eine Verteidigung von 14. Gucken wir mal, was passiert. Schwarz hat 5, sind 20, er hat 22. So, wieder zwei weg bei mir. Und jetzt sieht man, jetzt wird das abgeschlachtet hier wie wild. 4 Angriff weg, 3 Verteidigung weg, 1, 2, 3, 4 Angriff weg. Jetzt bin ich bei 11 beides. Okay. Zack, nein, zack. So, Rot geht drauf zu. Weiterhin 14, 14. Gucken wir, was passiert. Rot hat 14. Ja, gewinnt auf jeden Fall. Ja, und damit geht es hier 4, 4 runter. Das heißt 7, 7. Und damit habe ich kaum noch eine Chance, dass ich da irgendetwas schaffe. Aber wir probieren es noch einmal. Ja, und Schwarz verliert auch noch mal automatisch hier mit 2. So, um es euch jetzt schnell und einfach zu machen, in der letzten Runde, der ist ja jetzt auf 3, 3 runter. Das wissen wir, wird noch einmal gewürfelt und dann Last Man Standing. Aber da hat jetzt keiner mehr eine Chance. Um es euch noch mal zu zeigen, hier, wenn er verloren hätte, hätte ich einen zusätzlichen Schaden machen können. Das heißt, ich hätte nur einen Angriff gebraucht und hätte zwei Lamas und ein Pferd weggeknallt. Das wäre natürlich auch ganz nett gewesen. Aber dazu ist es leider nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch an die Superkühe, die hier mit ihrem Colonel Holstein, was ja ganz witzig ist mit so einem echten Holsteiner, ordentlich was weggerissen haben, gegen die wirklich sehr starken Schweine hier mit ihrem letzten verbliebenen Superochsen. Da war ich ein bisschen irritiert, weil es ja kein Schwein ist. Ja, da muss man sagen, die haben in letzter Sekunde verloren. Deren Einkommen ist natürlich ganz stark, aber die Kühe, ja, die haben es gerissen einfach mit ihrer Bullenstärke. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit den Schweinen, mit den Kühen, mit Cyrils Brettspiele und Nils zu reden über Livestock Uprising. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir ein Fazit machen. Bis dahin, alles Gute, euer Nils. Tschüss.